Hallo und herzlich willkommen nach dem Absturz in der Unterwelt. Wir sind jetzt nochmal an diese Stelle gerannt, offline, und haben festgestellt, wenn ich den Ritter antatsche. Welchen Schänder! Und Anna ist auch wieder dabei. Yay. Und auch Scheißbark und natürlich Barkers Philipp und Alice Got Mad. Wir spielen hier im riesengroßen Pulk. Oh yeah. Aha. Aha. Ja. Aha. So, also der Alexander ist nicht der Einzige, der an diesem Körper total interessiert ist. Ich kann ja jetzt mal die Zwischentexte lesen. Und wir grappeln uns hier gleich diesen Handschuh. Wer weiß, wie lange wir da schon haben. Und nein, wie schrecklich. Ah, ja, es ist alles etwas eklig. Er nimmt den Handschuh. Ist dieser Ritter ungefähr doppelt so groß wie Alexander? Ungefähr, ja, ein riesiger, mächtiger, großer Kerl. Und Alexander ist schon groß und handsome und schön. Auf jeden Fall nimmt der jetzt den schwarzen Rittershandschuh und guckt mal, was da drauf geschrieben ist. Oh nein, Fleisch mag durch das Portal gehen und suchen den Meister Tod. Fleisch mag dahin gehen, wo der Tod irgendwas hat. Was ist Trot? Keine Ahnung. Und, herausfordern wie Scheherazade. Er, der regiert unter dem Zod, weiß ich auch nicht, was das ist, irgendeines mortalen Atems zu teilen. Wow, das klingt wirklich ernsthaft. Ja, ihr Lieben, und wir gehen hier weiter. Und ich sollte vielleicht mal ein bisschen öfter speichern. Das ist ja gruselig. Das tue ich jetzt auch. Ja, das ist wirklich gruselig. Ich save das jetzt gleich nochmal. So. Und dann gehen wir weiter. So. Und da sind wir, guckt mal hier, da sind wir schon am... Der Tod! Charon als Boxer. Charon. Und ihr könnt euch erinnern, wir brauchen für einen Zauberspruch, brauchen wir Wasser aus dem Fluss. Ja. Und das tun wir in unsere Tasse rein. Da haben wir ja schon das Sumpfwasser drin. Und da tun wir das jetzt auch noch rein. Ah, oh, das hatte ich mal vergessen. Da konnte ich den ganzen Scheiß nochmal spielen. Ich stelle mir das lustig vor, wie der die ganze Zeit aufrecht mit der Tasse in der Hand in der Gegend rumläuft und versucht, nichts zu verschütten. Ja, aber das haben so diese Adventure-Game-Inventories absolut an sich, dass du nie weißt, wie das möglich ist. Auf jeden Fall hat er jetzt hier Stixwasser. Das ist haben wunderbar. Wir denn auch zwei Münzen? Wir haben auch zwei Münzen. Die haben wir aus dem Labyrinth mitgenommen. Wir reden stimmt, erst mal dem mit armen Charon. Tod von den Augen. Magst du? Ich muss den Herrn des Todes sehen. Bitte lass mich über den Fluss Stings auf dieser Fähre reisen. Stings. Der genau. Fluss, der stinkt. Ach, Anna, du kannst eigentlich auch mal Text lesen. Wenn du schon da bist. Aber so schwere. Charon. Offensichtlicherweise hat so strikte Regeln. Regeln? wie die Regeln des Eingangs zur Unterwelt, die Skelette dort hatten. Alexander wird nicht auf dieses Boot kommen, solange er Charon nicht die Münzen geben wird. Also den Preis für die Fähre. Genau, aber haben wir ja, schaut her, da, die wir dem Skelett geklaut haben. Und nun können wir haben das Wasser, ne? Ja, das haben wir. Schön. Werden diese Münzen ausreichen? Ja. Ja. Charon akzeptiert den Preis und winkt Alexander auf das Boot. Guck mal, und da sitzen lauter durchsichtige Geister schon drauf rum. Boah, es ist unheimlich. I'm on a boat. I'm on a boat. Everybody look at me, because I'm sailing on a boat. Aber das finde ich eigentlich ganz schön gemacht hier, diese Szenerie. Ja. Muss ich mal sagen. Also von der Grafik für lass doch an. Damaliges Spiel ist es schon nicht so schlecht. Und sie fahren und wir hoffen, ja, mich irgendwie dass sie nicht abstürzen. So, ich speichere jetzt auch gerade nochmal. Ich speichere jetzt hier ganz furchtbar viel, weil mir das nämlich auf den Keks ginge, wenn wir hier nochmal abstürzen und den ganzen Scheiß nochmal spielen müssen. Da habe ich keine Lust zu. Schaut mal hier. Das sieht einladend aus. Das sieht sehr einladend aus. Und ich wo ist dein Cerberus?
Cerberus ist so, ich glaube, das Tor ist Cerberus. Lass uns mit dem reden. Sieht nicht so aus, als wenn der irgendwie sich unterhalten möchte. Kann ich den anfassen? Touch. Ja. Yikes. Oh. Und das Holz, das, das zittert unter seinen Fingerspitzen. Erschrecken. Schein, den kannst du machen, gerne. Okay, Sekunde. Mhm. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Geil! Ich rieche das Blut eine Sterbliche. Reiche deine dünne Hand aus nochmal. Fleischiger Mensch. Bla 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 bla. Es ist Jahrhunderte her, seitdem ich etwas gegessen habe. Meine Stimme macht langsam schlapp. Super! Also, obwohl er sich zu Tode fürchtet, nimmt sich Alexander zusammen und spricht mit seiner tapfersten Stimme, um das lebende Tor zu dingsen. Ja, ich bin Alexander. Ich brauche eine neue Unterhose. Also, ich muss da durch, du Tor. Ich habe Geschäfte mit deinem Meister zu besprechen. Jawohl. Ein Meister und der komische Mensch. Ich würde sehr erfreut sein, dich ihm vorzustellen. Trete nur einen Schritt vorwärts und du solltest ihn in Kürze treffen. Ja, ja, darauf fallen wir aber nicht rein. nein, danke. Nein. Also, ich will den Herrn des Todes so sprechen, wie ich jetzt bin, mit meinem ganzen Fleisch und Blut intakt. Fleischig und blutig, du weißt. Und warum sollte ich dich dann durchlassen, Mensch, wenn ich dich viel lieber fressen würde? Ach, ich schmeck gar nicht. Mir wurde gesagt, dass dass es einen Weg für Menschen gibt zum Reich des Todes. Da muss irgendwas sein, was ich tun kann. Es muss irgendetwas geben, eine Aufgabe, die mir erlaubt, durch deine Tore zu treten. Tor. Du Tor! Es scheint, als würde ich mich an etwas erinnern. Einen Trick, vielleicht ein Test. Maya! Sollte ein Mensch versuchen, hier durchzugehen, ist ein Rätsel das, wonach ich fahren würde. Um das du bist aber sehr vergesslich. Ja. Ein ja, Rätsel klar, also. Tritt man wirklich auch mal Hunger. Und wenn du versagen würdest, dem Tor zu antworten, werden sein durstiges Kind dein Schicksal sein. Deine Fänge, genau, ja. Egal. Okay. Hör zu, wie ich als würde dein Leben davon abhängen. Ja, jetzt als würde dein Leben davon abhängen. Und das tut es mit Sicherheit. Ja. Das ist jetzt etwas schwierig zu übersetzen, weil es geht um diesen Zettel, den wir gefunden haben, mal ganz früh auf der Wunderinsel. Und wir brauchen eigentlich nur die ersten Buchstaben hier. L-O-V-E. R-E-S-P-E-C-T. All I wanna be to me. Möchtest du das im Original vorlesen? Das ist so schön, scheiß Barack, wie du sprichst. Also auf Englisch. Ja. My first is foremost legally. My second circles outwardly.
My third leads in, leads all in victory. My fourth tries ends a nominee. My hole is this gate's only key. And the word is L-O-V-E. Okay, L. Wo ist O? Rechts. V. Und E. The answer, die Antwort ist Liebe. Nein, Love. 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 Liebe. Du Verräter des sterblichen... Der sterblichen Ebene. Anna, erinnert dich das an was mit der Plane? Ja. Das Rätsel sollte niemals gelöst werden, auch nicht in Salzsäure. Liebe ist unbekannt in diesem Reich. Liebe kann nicht verbannt werden, noch nicht mal von diesem Ort. All you need is love. Es gibt einen Geist, hilf mir mal. Geister, die immer noch rumgeistern. Ja. Oben, an der Oberfläche. Love lifts us up where we belong. Und sie können nicht aus meinem Herzen verbannt werden. Und dennoch kann es nicht von meinem Herzen verbannt werden. Ja. Genug. lasst mir nicht länger diese dämliche... diesen dämlichen Poetenscheiß auf. Geh durch, und zwar schnell, bevor ich meine Meinung ändere. Okay. In the name of love. Und jetzt mach weit den Mund auf. Ja. Nein, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Juhu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das... wir machen die Folge etwas länger und dann haben wir das hinter uns. Hab ich jetzt beschlossen. Wir reden jetzt mit dem... Dann speichere mal erst. Hat sie doch, oder? Nee, hab ich gespeichert? Nicht. Nein, mache ich jetzt. Scheißberg, das war mega geil. Oh yeah, baby. Applaus, das war klasse. Bravo. Penny, bitte? Warum bist du in mein Refugium eingedrungen, wo du doch immer noch dein Fleisch trägst? Wenn du so scharf auf den Tod bist, hättest du ihn leichter im Land der Lebenden finden können. Aber da du nun mal hier bist, bist du natürlich willkommen zu bleiben. Küsse meine Hand und du wirst eins mit den Geistern werden. Die hast du bestimmt ewig nicht gewaschen. Es wird keinen Schmerz geben. Oh, doch. Herpes, Herpes! AIDS, Syphilis! Was heißt du? Keine Ahnung. Was ist das? Ich sehe einen Boon, mein Lord. Ich suche einen Boon, mein Lord. Es ist spät. Warum sollte der Tod dir irgendwas gewähren, Sterblicher? Weil ich so hübsch bin. Weil ich so schön bin. Bin so schlau. Achso, das ist, Er ist Miss Spiky. Hallo? Spiky, hallo. Ja, da ist nochmal. Ah, da jetzt kommt's. Jetzt geht's weiter. Der Wille der Liebe ist stark, oder nicht? Zum Leben. Egal. Ja. Ich werde meine Hand nach dir ausstrecken. Nach dir ausstrecken. Oh nein! Oh nein, wir sind tot. Hurra! Oh mein Gott! Gut, dass wir gespeichert haben. Ja. Aber der schöner Tod wartet auf keinen Mann. Nein. Aber auf jede Frau. Nein. Ja. Nein. Oh, wie doof. Oh, das ist ja jetzt richtig doof. Aber da machen wir jetzt ganz schnell durch, ne? Ja. Ich weiß, was ich vergessen habe. So, das ist, okay. Einmal mit dem Reden. Das ist übrigens ein Segen. Ah, danke schön. Okay, weil wir werfen dem jetzt unseren Federhandschuh hin. Das hatte ich vergessen. Wenn man Boon rückwärts liest, kommt Noob daraus. Noob, genau. Alexander.
Glim. Ach, deswegen guckst du mich so an. Ja. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu sterben. Aber ich fordere mein Recht auf eine Herausforderung. Ich fordere sie respektvoll heraus, tot. Indem ich diesen Handschuh werfe. Wie edel. Jawohl. Aber wirklich. Du hast Müll mit in mein Reich geschleppt. Nein. Ich? Ja. Menschen mögen dieses Portal durchschreiten und suchen ihren Meister tot. Man kann passiven. Ich weiß es nicht. Anna, hast du da irgendwo dein Dictionary offen? Dann kannst du mal schnell nachgucken. Ja. Und eine Challenge machen. Wie Scheherazade. Der, welcher regiert neben dem Sod. Benis ist unterhalb. Ja. Ja, um eines Sterblichen Atem zu... Was auch immer. Genau. Ja. Ja. Genau. Wir alle. Er hat den Handschuh. 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 Oh nein. Unmöglich. Unmöglich. Nichts ist unmöglich. Und der Trott ist übrigens der Schritt. Okay. Und er fordert den Tod heraus. Oh mein Gott. Oh, mein Tod. Gott, Tod. Wer bist du, dass du den Tod herausforderst? Ich bin Alexander! Ein Mann von Fleisch. Ja. Ist alles, was ich zu sein brauche, mein Gott. Und was ist es, dass du mit dieser Herausforderung erreichen willst? Die Seele einer toten Jungfrau? Ich suche die Seele von König Kalifim und Königin Alaria vom Land der grünen Inseln. Irland, Baby! Yeah! Kerrygold! Wer würde zwei menschliche Seelen retten und lebendig aus diesem Reich rauskommen und so? Ja. Dies soll eine schwierige Herausforderung sein, in der Tat. Die Gruft öffnet ihre Pforten nicht so einfach. Entweder alle drei. Und dennoch, entweder gehen wir alle drei oder keiner. Nun denn, lass mich eine angebrachte Aufgabe erdenken. Na, das kann dauern. Ah, nein, das war aber gleich. Ja. Oh. Jetzt hab's. Deine Herausforderung sei dies. Für tausende von Jahren habe ich auf diesem Thron gesessen. Ich habe jede traurige Geschichte gehört, die von menschlichen Lippen gesprochen werden kann. Und ich habe inzwischen Hämorrhoiden. Ich habe Tragödien erlebt, gesehen, die Imperien zu Fall gebracht haben. Ungerechtigkeiten, die jedweder Menschlichkeit widersprechen. Liebe, die Licht in den Sternen kalt und hart erscheinen ließ. Ich habe Folter gesehen, die nicht sein können und doch waren für Jahrhunderte. Doch eines habe ich nie getan. Ich habe niemals eine Träne vergossen. Bring mich zum Weinen, du Mann von Fleisch. Das ist meine Herausforderung. Bam, 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 bam. Oh, den Tod! Den Tod weinen lassen! Den Tod weinen lassen? Ah, lieber ein Seestein verwandeln. Oder Feuer in Feuer zu Eis. Aber nichts einfacher für uns als das, wo uns doch die Bestie den schönen Spiegel geschenkt hat. Oh mein Gott. Nein. Das ist aber gemein. Das ist toll. Wenn deine Existenz für dich
das gewesen ist, was du gesagt hast? Dann wird allein die Wahrheit mein Schwert sein. Die Wahrheit. Oh. Scheint, bitte. Die Oberfläche des Spiegels schwirrt mit Dunkelheit für einen Moment. Dann füllt sie sich mit Bildern, mit immer schwärzeren Bildern. Schwirrt, finde ich gut. Finde ich auch klasse. Reflexionen der Verzweiflung von Seelen, von Fesseln, kalten und anderen unzumutbaren, vergessenen Dingen von Männern, natürlich nur von Männern, ist ganz ja klar. Selbstverständlich. A man is nothing without his woman. Ja. Also, a man can achieve much also more. Also auf jeden Fall wird deren Durst nie gelöscht werden. So, ja. Wir machen hier mal schnell weiter. Oh, woman, no cry. Und der Spiegel, der zittert und wippert und macht und der Lord von Tod ist völlig fixiert auf diesen Spiegel und lässt sein eigenes Leben an ihm vorbeiziehen und da sind lang vergessene Dinge. Und es ist Mutter Balmer! Nein, es ist nicht Mutter Balmer, Entschuldigung. Auf jeden Fall geht das so weiter. Ja, und noch weiter. Und wer pfeift denn da? Nimm es weg! Mach es! Damit. Lass es aufhören! Ja, und was passiert? Stopp! No! No! Oh, er weint. Ja, der Spiegel der Wahrheit kracht zusammen und der Tod vergießt eine einzige graue Träne. Die Wahrheit ist in der Tat eine schreckliche Sache. Ich habe diesen Mantel nun so lange getragen. Ich habe sein fürchterliches Gewicht vergessen. Du sollst die Seelen nehmen und gehen, wie vereinbart. Du darfst. Du darfst nochmal von hier abhauen. Beinahe beneide ich dich. Oh. Findet die Seelen, die er, von denen er gesprochen hat, und bringt sie zu mir. Ja, meine Güte, und da kommen sie. Yay. Anna, du kannst es machen, bitte. Nee, ich glaube, das ist der Tod. Das ist der Tod, genau, ja. Oh, okay. König Kalifim und Königin Alaria, wie ich vermute. Euer Held hat euch ein paar weitere Jahre der Sterblichkeit gewonnen. Mögen eure Seelen besser vorbereitet sein auf ihr Ende, wenn ihr zurückkehrt. You! Anna, bitteschön. Oh, danke, mein Herr. Ich hoffe, dass sie es sein werden. Und du, Mann von Fleisch. Meine Stute soll euch drei wieder in das Land der Lebenden bringen. Sagt ihr einfach, wo ihr hin möchtet. Ja, eine Stute, weil sie besser ist als ein Hengst. Und auch viel besser als ein Wallach. Das sowieso. Ja. Bis wir uns wiedersehen. Und ich versichere euch, wir werden uns wiedersehen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Außer wir werden alle blind. Ja. Das ist dem Tod uninteressant. Völlig. Ja, da kann ich nichts gegen sagen, aber ich hoffe, das wird noch viele, viele Jahre fern sein. Es ist niemals so lang, wie es sich jemand wünscht, Sterblicher. Nun verschwindet. Husch. Hau ab. Ja, bin ja schon weg. Tschö. Und jetzt raus, aber schnell. Aber ganz schnell. Und zwar sofort, blitzeschnelle. Hoffentlich ohne Absturz. Hoffentlich bitte nicht nochmal abstürzen. Nein. Hey. Und damit ist diese schöne Folge zu Ende. Und wir nähern uns dann in den nächsten Folgen auch dem Ende des Spiels. Aber das kann auch eine Weile dauern.
Kommen Sie mit, Majestät. Yay. Ja. Ach, Shiny, mach bitte. Allersitz. Allersitz. Verrat. Allersitz. Treachery muss. Heißt Verrat nicht Treason? Es ist dasselbe, ist doch egal. Egal. Verrat muss vorsichtig angegangen werden, Alexander. Alaria und ich müssen unsere Gefolgsleute versammeln und einen Plan schmieden. In der Zwischenzeit wache über Kasima. Stelle sicher, dass sie nicht verletzt wird. Wir werden zurückkehren, sobald wir können, um uns zurückzuholen, was uns genommen wurde. Ich werde sie in Sicherheit halten, bis ihr zurückkommt. Anna? Oh, danke, mein Sohn. Deine Liebe für unsere Tochter muss so tief sein, dass du selbst den Tod überlistet hast für unser Wohl. Hey. Oh, wow. Ich bin schon heiß. In der Tat. Mögen wir alle Erfolg haben in dem, was uns erwartet und noch eine lange Zeit als eine Familie zusammenlegen. Nicht vergessen, unsere Tochter gehört ihr. Genau. Und da entschwinden sie hin. Und wir entschwinden aus dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch allen fürs Mitmachen, bei den Zuschauern fürs Zuschauen und wir sehen dann bald, wie es weitergeht. Bis dann. Ihr habt euch wohl, Kinderchen. Tschüss. Und immer schön den Popo. Und nicht vergessen, vor dem Stuhlgang, nach dem Essen, Hände waschen nicht vergessen. Oh yeah. Genau, Anna. Ey! Das war ich. Tschüss.